Jetzt ist es wenigstens auch der richtige Schar. Passt. Angelrute aus Elbenholz. Wie cool. Einmal. Wie cool. Danke! So, jetzt kann ich aber wenigstens auch gucken. Warte mal, ich habe ja jetzt einmal den, den du nämlich vorhin auch gezeigt hast. Den hier habe ich. Und dann habe ich mir vorhin noch das hier geholt. Da wusste ich vorhin nicht, wie es heißt. Pferd des geflügelten Herolds. Das hat sie mir auch geholt. Ja, bin ich ganz stolz drauf. Gut, Alter, hakt das gerade. Jetzt. Warte mal, teleportieren kann ich mich schon, ne? Ja. Da. Gut, ich habe einmal. Yeah. So, jetzt. War aber gerade einfach blöd von mir, ne? Da gibt es ja auch einen VIP-Händler. Ich gerade mal gucken, gibt es ja auch einen VIP-Händler? Nee, scheinbar nicht. Mist. Oder habe ich es doch? Ah, ich habe es noch sehr gut. Und dann habe ich nur das Problem mit dem Verkaufen. Ansonsten. Will ich jetzt einmal kurz gucken. Einmal. Ja, das ist echt blöd gelaufen. Warum habe ich das denn vorher nicht gemacht? Oder kann ich hier irgendwo in irgendein Haus rein? Wie kann ich euch zu Diensten sein? Okay, ist aber keine Schnellreise. Schade. Ja, okay. Dann ist das so. Dann muss ich ja zum Verkaufen und herreiten.
Gut, das hat noch ein bisschen Zeit. Okay, ich glaube, die wiederholbaren Aufgaben kriege ich einmal raus. So. Einmal. Wenn ich da nochmal hin muss, dann können wir die Aufgaben immer noch machen. Und Hauptstory haben wir Zeit, bis wir hier oben sind. Ah ne, bis wir hier sind. Da sind. Da geht dann erst die Hauptstory weiter. Von daher haben wir noch ein bisschen Zeit. Hoffe ich. Kann halt nur sein, dass ich zwischendurch noch mal nach Bremen muss irgendwie. Eventuell. Oh, weh mir. Auch wenn es sicher keinen Zweck hat, dürfte ich mit euch sprechen? Ah, ich glaube, da ist sogar schon das Wagenrad. Dann wir kurz mit dem Zauber drauf. Armes Pferdchen. Armes Pferdchen. Ich habe auch überhaupt nicht übertrieben mit den Mounts. Wie viel habe ich? 12. Übertrieben. Was für ein schrecklicher Tag. Ich weiß nicht, ob ihr mir helfen könnt. Geh wieder zurück. Beim Privatschau habe ich ja auch schon ein bisschen gespielt. Da bin ich jetzt ungefähr ja hier in der Gegend. Nun dir. Da lungere ich ungefähr rum. Ja, wo ist denn Madame? Da. Ich grüße euch. Wen will man das? Reißt den grünen Weg entlang Richtung Norden, bis ihr die Abzweigung erreicht. Okay. Kriegen wir hin. Ich glaube, dann kommen auch einige, sag jetzt mal, Geisterquests.
wo wir wieder irgendwelche Geister töten müssen. Ich weiß nicht, das Gebiet hat so eine Ähnlichkeit zwischen den Eretluin in diesem, ja, einem Zwergengebiet, also zwischen dem Schnee- und Waldgebiet und den einsamen Landen bisher. Was ich so gesehen habe. Ich kenne jetzt das Gebiet ungefähr bis hier hinten. Also die Ecke noch. Irgendwo hier runter, aber hier ist nichts. So. Ah, okay. Dann jetzt hier hin. Ein grauer Schatten liegt auf meinem Herzen. Würdet ihr eine Minute eurer Zeit für mich opfern? Was kann ich für euch tun? Ich opfere auch 30 Minuten. Was für ein schrecklicher Tag. Erlaubt mir, euch mein Leid zu klagen. So, dann meditieren wir einmal. Auch wenn das nicht nach Meditieren aussieht. Eher nach, okay, ich setze mich jetzt ans Lagerfeuer und esse was. Also hier in der Ecke ist jetzt sehr viel Düsteres und nebelig. Was aber auch nicht heißt, dass die Gegend nicht cool ist. Madame, die uns angreift. Okay. Jetzt wieder zurück. Hin, her. Die Questgeber könnten uns auch manchmal ruhig ein bisschen entgegenkommen. Ein bisschen. Bin ich richtig? Ja. Werdet ihr euch mein Leid anhören? Werden wir. Seid gegrüßt. Und hier ist wieder zurück. Nur auf dem ersten und zweiten, also auf diesem hier wie auf dem anderen. Auf dem zweiten.
auf den ganzen anderen Chars, die ich habe, habe ich bisher noch keine Berufe. Ja, genau. Auf den anderen habe ich noch keine, weil ich mit denen noch nicht so weit gespielt habe. Ich glaube, mit einem anderen habe ich Entdecker. Ich glaube, das war das Ding mit, wo man seinen eigenen Bogen machen konnte. Mit Förster und Drechsler, glaube ich. Da hat ihn noch einen. Da bin ich mir jetzt aber nicht so sicher. Gehen wir am Aufschneiden zurecht. Mit den Schatten jetzt auch? Nee. Und mit den Schatten kann ich jetzt auch eine Aufgabe starten. Geister bekämpfen. Ich glaube, es gibt jetzt hier drei große Geister in der Ecke. Ich glaube, das kommt hin. Ah, da ist es sogar. Tada. So. Einmal. Bild die robusten Fälle, nehme ich einmal los. Okay, sehr gut. Wir haben jetzt nicht besonders viel Platz, aber etwas.
Ja, mal gucken, wie lange ich jetzt hier allgemein noch mache. Aber so ein bisschen was zum Abreagieren brauchte ich. Ich glaube, sonst könnte ich die Nacht wirklich nicht schlafen. Ich werde erstmal so eine halbe Stunde mache ich noch. Dann wird's. Einmal. Und hier Schatten. Wie ist der mir jetzt? Ich glaube, ich habe irgendeine Mücke am Hinterkopf gestochen. Ah, das ist gut. So ungemein. Zehn von zehn, sehr gut. Dann sollen wir hier einmal noch ein paar Gäste töten. Hälfte haben wir. Da hinten müsste irgendwo noch ein Grab sein. Hochwertiges Eisen. Sehr gut. Ah, da ist auch noch der andere Geist. Danke, hier müssen wir mehrere Geister töten. Aber im Geist ist diese Geister haben halt einfach immer eine andere Farbe. Mal rot, mal grün, mal blau. Was? Ja, hier ist ein Grab.
Ist auch noch ein Grab. So eins, was nicht auf der Karte ist. Und erkundet die seltsamen Erdhaufen. Ach, die sind da hinten. Stimmt, das war die Quest mit den Häufchen. Die Häufchen. Ich hab's gesagt. Ein Schatz. Kann auch immer mal sein, dass hier dann so Leichen aus den Gräbern steigen. Da. Das findest du nicht gruselig. Nein. Ich weiß nicht, sowas ist irgendwie... In MMOs geht das halt immer. Wenn du dann aber halt wirklich auf einen Charakter festgesetzt bist, dann nur so schmale Gänge hast und die Kamerawinkel so eigentlich gut, aber trotzdem beschissen sind, dass du dich erschreckst. Hier kann ich halt, ne, wenn was ekelhaft ist, kann ich raus... scrollen. Wenn was interessant ist, kann ich ranscrollen. Das geht zum Beispiel bei Man of Medan halt nichts. Und hier, ja, es ist schaurig düster. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, okay, jetzt hätte ich jetzt halt Angst, ne? Wenn das jetzt so ähnlich gemacht ist und halt auch ähnlich realistisch. Dann schon eher. Dann hätte ich auch hier Angst. Ah. Ja, aber alt werde ich wirklich nicht mehr. Aber zum Abreagieren ist das hier gerade echt ganz gut. So ist man zumindest beim Schlafen gehen dann etwas entspannter. Da hoch? Ne. Ah. Ne, hier ist noch nicht der See. Da vorne muss ich hoch. Ja. Mich auf jeden Fall, wenn wir dann Dienstag wieder aktiv Lotro spielen. Was heißt aktiv? Dann länger Lotro spielen. Dienstag gibt es auf jeden Fall Tales. Weil das brauche ich auch ein bisschen für YouTube jetzt, damit ich da so ein bisschen im Voraus aufnehmen kann. Ja.
Ja, kannst du auf jeden Fall mal berichten, Mappa. Und allgemein, wie das Praktikum dann so ist. Würde mich interessieren. Ja. Ja, aber wie gesagt, jetzt mache ich auch nicht mehr so lange. Ich jetzt hier noch so 2, 3 Quests. Es tut mir leid. Benötigt je nach ihr Länge. Etwas, würdet ihr eine Minute eurer Zeit für mich opfern? Ja, komm. Das nächste Gebiet machen wir hier noch einmal kurz. Mit dem Pferdchen. Und danach gehe ich auch in die Haie. Wie gesagt, morgen ist ein kompletter Aufnahmetag. Da muss ich morgen den ganzen Tag für YouTube aufnehmen. Und Thumbnails machen. Und zumindest schon mal die ersten Sachen für die Buchhaltung machen. Das, was ich schon kann. Sind, glaube ich, nur 2 oder 3 Einträge. Aber die Buchhaltung im Oktober wird ein bisschen länger. Da ich auch tatsächlich mal was verkauft habe. Endlich. Deswegen, die Buchhaltung wird etwas länger. Da hatten wir ja immer höher. Ich muss schon 120 von irgendwelchen Dingern töten. Ich glaube, das geht teilweise später sogar bis 200 hoch. Das weiß ich zwar nicht hundertprozentig, aber ich meine gelesen zu haben, dass es sogar bis 200 hochgehen kann. Das ist halt schon viel. Aber man kriegt dafür dann wiederum die Punkte für einen Shop, wie auch Erfahrung und Ruf. Wie brauche ich immer so lange in den Gebieten? Ja, ich hole sie dann meistens offscreen nach. Außerhalb des Streams hole ich dann die Taten immer nach. Und meistens hole ich mir dafür auch die Bezwingertaten, damit die schneller gehen. Jetzt habe ich noch 2. Dann werde ich mich dann mal, sobald ich die Zeit finde, ransetzen. Und das mal durchmachen. Damit ich dann die Gebiete auch soweit habe. Bisher muss ich, glaube ich, nur noch Auenland. Nee, Auenland habe ich. Einsame Lande und Breland. Muss ich einmal noch nachholen. Beim Stream wäre das, glaube ich, zu langweilig, wenn ich dann auch noch die Zwingertaten mache. Werde ich aber auf um 7 Uhr klingelt der Wecker. Ich denke, danke dir, Leute. Mein super Stream, wünsche dir nachher eine gute Nacht und lese uns morgen. Ja, vielen lieben Dank, dass du mitgemacht hast. Und ja, ich hoffe, es hat dir soweit wirklich gefallen. Viel Erfolg morgen in deinem Praktikum. Und ja, ich würde sagen, wir schreiben uns für die Tage. Hallo Talyrion. Ja, Postkuchen war super. Das war... Braumeister ging noch. Braumeister war okay. Aber Post und Kuchen? Hör mir auf. Hör mir auf mit dem Scheiß. Bin froh, dass ich das auch dann durch habe. Als nächstes kommt das Breland. Und dann mal gucken. Wo ich so die Gebiete nach und nach. Nach. Ist ja bisher noch nicht so viel. Bin ja gerade erst in den Nordhöhen angekommen.
Bres gemeint, weil er jetzt weltweit mit dazu gehört, Level 40 plus. Das war das Geilste. Ich habe mir ja mal so rausgesucht, wie man die Gebiete ungefähr machen könnte. Ne? So, welches Gebiet welches Level hat. Und ich habe erstmal so Ewigkeiten gebraucht, bis ich den Wildwald gefunden habe. Bis ich mal Bre etwas genauer untersucht habe und gesehen habe, ach ja, da, diese kleine Waldecke, ne? Das ist der Wildwald. Da dachte ich mir auch so, ey, ernsthaft? Aber, naja. Ich hab's entdeckt. Bin dann doch noch drauf gekommen. Ich immer nur gedacht, hä, wo ist denn hier der Wildwald? Sehe doch nichts von irgendeinem wilden Wald. Ja. Ganz klein in der Ecke. Wir lesen kann es klar im Vorteil. Aber wie gesagt, jetzt habe ich ja erstmal mit den Nordhöhen mehr als genug zu tun. Mal gucken, was danach dann für ein Gebiet dran ist. Haut ab. Ich will jetzt gerade nicht. Ich will nicht spielen. Nein. Weg. Buchstaben? Du musst entschuldigen, es ist schon spät und wir haben bis eben ein Horrorgame gezockt. Ach so, ja. Ja, genau. Was für ein schrecklicher Tag. Lesen und das, was man da, das, was sich da so dran reiht, auch verstehen. Und im Hirn verarbeiten. Vor allem, welches Hirn? Das ist ja die nächste Frage. Ein bisschen wenig, war ja. Es tut mir ich, leid. Wobei jetzt, ja, benötigt kurz vorm Einschlafen etwas? Quasi. Ich dachte so, Lotro als Entspannung nach einem Horrorgame passt. Würdet ihr mir bitte passt. Einen Augenblick Gehör schenken? War aber, glaube ich, auch nicht so die schlechteste Idee. Ich habe mich 3 Stunden lang jetzt durch Man of Medan gequält. Würdet also ihr mir fast vielleicht gequält, aber erweisen? Die letzte Stunde war so, wo ich mir dachte, okay, ich habe Angst. Ich bin echt ein Feigling. Ein Angsthase. Ja. Und jetzt zum Entspannen nochmal so ein bisschen zum Runterkommen. Ja, ist ein bisschen Lotro. Aber halt auch nicht mehr so lange. Und morgen muss ich fit sein. Heute. Ein paar Questchen machen. Und Dienstag gibt es dann wieder den großen Lotro-Stream. Wo wir dann wieder ein paar Stunden dran sitzen. Und wir vielleicht, ich sag jetzt mal so, das hier werde ich kriegen, so ungefähr. So Pi mal Daumen. Wie gesagt, die Bezwingertaten und so weiter, das mache ich alles. Außerhalb des Streams. Außer das, was sich gerade mal so ergibt. Wenn man zum Beispiel hier die Gegenden erkundet. Stellmeister. Hallöchen. Was kann ich für euch tun? Nicht viel, aber. Hier oben ist jemand. Ich grüße euch. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Wie sieht's denn mit dem Ruf aus? Neutral, okay. Keilerfleisch. Es müssen wieder arme Wildschweinchen herhalten. Nur weil wir sonst nichts anderes hier finden. So.
Das gerade schon, dass meine Schafe alles verfest haben. Gut. Da bin ich ja noch weit von entfernt. Ich bin froh, dass ich... Warte mal. Den hier habe. Da bin ich schon ganz stolz drauf. Ganz, ganz stolz. Das Einzige, was ich mir noch holen will für den Streaming-Scheiß, die schwarze Katze. Schwarze Katze hätte ich noch gerne. Und dann wäre ich eigentlich auch schon zufrieden. Wenn ich schwarze Katze würde, dann so als Maskottchen halt mehr passen. Weil für gewöhnlich haben wir jetzt eigentlich den Fuchs. Wenn der Fuchs mal will, da. Eigentlich haben wir immer Füchse mit hier rumlaufen. Und die eine Kerze ist tatsächlich komplett runtergebrannt. Keine? Ja. Der Fuchs ist, meine ich, von der Bingo Buffin Questreihe. Also den kannst du da von diesem Bingo-Abzeichen holen. Süßen kleinen Fritz. Der Elch ist vom Herbstfest. Den habe ich zumindest da bekommen. Warte mal. Ist der Ross des Herbstreisenden. Das hat mich Ewigkeiten gekostet, bis ich das zusammen hatte. Warte mal. Und ich glaube, das ist eine Teil des Zierwerks, habe ich, glaube ich, irgendwo. Ja, hier. Und das Kleidchen hier habe ich. Bräuchte ich eigentlich auch noch den Rest, aber... Mal gucken. Mal gucken. Wichtig ist die Schwarzkatze. Ich grüße euch. Bleibt grüß einen euch Moment. Auch. Geht Billwissen aus dem Weg. Sind so nur 60 Münzen. Na gut, ich saß... Ja, 1,5 Stunden, glaube ich. Insgesamt. Kann aber auch etwas länger sein. Ja, die habe ich gemacht. Die habe ich gemacht. Dadurch habe ich mir Gott sei Dank die Großteil dann geholt. Ich fand das Ganze im Geisterhaus, fand ich mega cool. Alles davor war er so... Nee, fand ich. Aber das im Geisterhaus war mega. Und dann, wie gesagt, hatte ich mir noch dieses Outfit da geholt. Das eine Kleid. Verrückt bin ich geworden in dem Labyrinth. Wo du mit durch die Zeit da... Ne? In einer gewissen Zeit durch das Labyrinth kommen musst. Es war... Ja. Die Flüge habe ich leider noch nicht. Flüge habe ich nicht. Wie viele Münzen sind das nochmal für die Flügel? Nochmal annehmen. Das Weizenlabyrinth. Die Höhle war okay, aber nervig.
Aber das Labyrinth war schlimmer. Das Labyrinth war schlimmer. Alles gut, alles gut. Stress dich nicht. Richtig? Nee, dich freut. Okay, dich holen wir trotzdem. Täglich ein anderer Parcours. Ja, ich hab's gemerkt. Habe ich mir an dem einen Tag den einen Parcours gemerkt, nur um festzustellen, oh! Mensch, ist ja ein anderer. Meine Freude hielt sie etwas in Grenzen. Ich weiß gar nicht, 5 verschiedene gibt es, glaube ich. Zumindest habe ich das irgendwo gelesen, dass es 5 verschiedene geben soll. Nee, nein. Na, Hilfe. So. Ich habe aus Versehen in die falsche Szene geklickt. Jetzt fliegen hier erstmal ein paar Kürbisse rum. Hui. Ich habe festgestellt, dass es irgendwie auf Shadowfax und das auf Quai unterschiedlich sind. Echt? Ja gut, ich habe bisher die Sachen. Ja gut, auf Gwai hier spiele ich zurzeit nicht. Auf Belo und auf Shadow habe ich jetzt in letzter Zeit relativ viel gespielt. Shadowfax 1 hat Gwai hier 3. Ja gut, gut gemacht, ne? Gemacht. Ja, ich muss halt unbedingt nochmal mich um das Fest da kümmern. Ich will die Katze haben. Meinst du, einer Katzenliebhaberin gehören noch Katzen? Ich habe noch nicht ein einziges Pet, was eine Katze ist. Im Shop sind mir gerade die Punkte für andere Dinge wichtiger. Bis hätte da. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du echt hässlich bist? Ich finde, das Level ist echt gut programmiert. Die Zeiten erst loslaufen, wenn man sich bewegt. Die Zeiten sind knackig wie möglich. Einfach gut gemacht. Wäre noch ein bisschen nervig, ja. Also schaffen kann man's. Schaffen kann man's. Zweimal habe ich zumindest gemacht. Und das Haus war einfach nur unübersichtlich, fand ich. Oder diese Höhle. War ja eine Höhle. Das fand ich echt sehr unübersichtlich. Aber halt auch mega cool. Vor allem bei manchen Dingern habe ich mich tatsächlich erschreckt. Am ehesten in diesem Spinnenkorridor. Ah, diese ekelhaften Spinnen. Die waren schlimm. Ich laufe da fast immer den gleichen Weg, egal welche Quest. Ich meine, es gibt sogar einen Guide für das Fest, wo man sogar dann durch die Höhle findet. Ich habe es mir bisher aber noch nicht angeguckt. Meistens habe ich es dann so gemacht, ich bin einfach den Leuten gefolgt, die vor mir gelaufen sind. Die bei denselben Leuten vorher
gewesen sind, die die gleichen Quests angenommen haben. Und dem bin ich dann einfach nur gefolgt. Ich grüße euch. Macht das hier sehr. Okay. Für mich ist das tatsächlich mein allererstes Herbstfest jetzt. Zumindest, wo ich es aktiv mal mitgemacht habe. In den letzten Jahren habe ich halt Lotro ja, immer mal so ab und an gespielt. Aber die Feste nie mitgenommen. Jetzt so das erste Mal, wo ich sage, ja. Ich will ein paar Sachen haben. Vor allem, wenn es um Mounts geht, bin ich ja... Ne? Sofern es süß und knuddelig ist, möchte ich eigentlich fast alles haben. Auch wenn es sicher keinen Zweck hat, dürfte ich mit euch sprechen. Gut. Gerade am Überlegen. Ich glaube, ich reite einmal kurz nach da oben hin. Aktiviere das einmal kurz und danach würde ich wahrscheinlich so langsam Richtung Bett gehen. Wie gesagt, Dienstag gibt es dann wieder länger Lotro. Weiß ich noch nicht wie lange. Aber zumindest länger. Bin jetzt auch schon 8 Stunden dabei, davon mal ganz abgesehen. Ich würde zumindest gerne einmal das eine da oben, die nächste Steinmasse einmal kurz aktivieren. Dienstag ist der letzte Tag des Festes. Ich weiß. Morgen setze ich mich nochmal ran. An die ganzen Sachen. Wie gesagt, damit ich zumindest die Katze kriege. Die Katze kriege, bin ich glücklich. Am wichtigsten war mir eigentlich der Hirsch. Bis dann der Curato kam. Da habe ich mir ja den hier geholt. Vor einigen Stunden. Genauso wie, warte mal. Dieses Fett hier. Bin ganz so stolz. Hart zusammengespart. Jeden Penny dreimal umgedreht. Quasi. Prachtstück des Glanzes. Gold. So, das Städtchen da hinten sehe ich schon. Hallo, Herr Höhenbär. Nee, in die Bärengruppe hier möchte ich eigentlich nicht.
Questen am Look. So. Home sweet home. Immer grün. Ich bin immer grün. Jupp, nehmen wir einmal an. Was benötigt ihr? Hier, Stellmeister. So. Sehr schön. Den sind wir da oben auch einmal angekommen. Ich guck einmal kurz was. Okay. So. Weil wie gesagt, ich bin jetzt auch nach 8 Stunden etwas müde. Dienstag. Gut. Kann man überlegen. Ja, so zwischen 18 und 20 Uhr fange ich an. Katze kostet 40. Und Bu 12. Aber Bu war dieses Emote, ne? 40. Sind ja nur noch 36 Stück, die ich brauche. Thank you.